Kranen wie von Geisterhand. Was die Finnen in den eigenen Wäldern schon lange testen, kommt jetzt auch bei uns auf den Markt. Landwirt Fahrbericht. Egal wie komfortabel eine Kransteuerung ausgelegt ist, jeder Zylinder muss einzeln betätigt werden. Das macht die Sache komplex und für unerfahrene Fahrer schwierig. Mit Smart Boom Control bietet Kronos ein System an, das diese Arbeit erleichtern soll. Der Hersteller verspricht eine schnellere und präzisere Kransteuerung. Mit SBC wird die Kranspitze mit einem Joystick anstelle jedes einzelnen Zylinders gesteuert. Drei Sensoren melden die jeweilige Zangenposition. Das System bietet von der manuellen Kransteuerung bis hin zu einer Parallelkranfunktion 9 verschiedene Bedienmodi an. Beispielsweise fährt der Ausschub bei Betätigung des Knickzylinders automatisch mit. Für kritische Situationen, wie zum Beispiel beim Laden unter Stromleitungen, gibt es eigene Modi oder man kann SBC deaktivieren und auf herkömmliche Weise steuern. Für eine längere Lebensdauer des Krans sorgen elektronische und einstellbare Endlagendämpfer. Am neuen Kran verlaufen die Schläuche innenliegend bis nach vorn. Auch am Rotator wurde die Schlauchführung verbessert. Der Gripto 709 von unserem Vorführwagen hat eine Reichweite von 8,5 Metern und lässt sich um 360 Grad schwenken. Er ist mit einer Eigenölversorgung, einer Load-Sensing-Pumpe und einem Ölkühler ausgestattet. Gut gefallen hat uns auch die Stabilizer-Control-Funktion. Damit lässt sich die Stützenbedienung automatisieren und der Anpressdruck einstellen. Neu ist auch der Anhänger. Der Cargo 121 hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 15 Tonnen und ist in 2 Längen erhältlich. Die Achse ist fix mit dem Rahmen verschraubt. Die neue Anhängergeneration wird modular gefertigt und bietet ein Baukastensystem. Man kann den Anhänger mit oder ohne Kran bestellen und sämtliche Optionen nachrüsten. Das gilt beispielsweise auch für die Rahmenverlängerung oder für den nachträglichen Einbau eines Radnabenmotors. Bei unserem Vorführwagen waren die Rungen noch angeschweißt. Ab sofort sind diese aber verschieb- und abnehmbar. Auch das Frontgitter ist verschraubt und kann, sofern kein Kran vorhanden ist, weiter vorn montiert werden. Auf Wunsch gibt es sogar ein hydraulisch verstellbares Frontgitter. Das neue Finnengespann Cargo 121 und Gripto 709 kostet in der Grundausstattung laut Preisliste knapp 50.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Für die SBC Geisterhand muss man nochmals gut 6.000 und für den Stützenkomfort rund 800 Euro auf den Tisch legen.